willkommen zurück zu Fire Emblem mit Eliwood, Hector und Co. Und seit neuestem auch mit Guy. Das ist ein alter Freund von Matthew, sag ich jetzt mal. Es hat sich wohl mal so begeben vor einiger Zeit, dass Guy völlig ausgehungert war und Matthew ihm dann etwas zu essen abgegeben hatte. Und als Gegenleistung möchte der, beziehungsweise muss Guy jetzt halt bei uns kämpfen, um seine Schuld zu begleichen. Ja, so ist das halt. Ja, mach den kaputt. Dann kriegst du wieder Erfahrungspunkte en masse. Ich weiß nicht, woher ich diesen Ausdruck en masse mal aufgeschnappt habe. Auf jeden Fall lässt er mich nicht wirklich los. Das finde ich... Ich glaube noch nicht mal, dass er richtig Sinn ergibt, aber egal. Und geil! So, hast du nicht auch noch Items zu verschleudern? Du hast das Geheimbuch jetzt, genau. Weil der Markus da oben rumgammelt. Ich kann den momentan schlecht gebrauchen. Ja, obwohl du könntest theoretisch... Nee, du hast auch die Tasche voll, ne? Du hast da ja eine Fackel und alles. Hier ist nämlich noch ein Arsenal und noch ein Händler. Irgendwie sind hier sehr viele Händler und so. Ja gut, okay. Ich habe keine Einwände, aber trotz allem ist es ein bisschen viel auf einmal jetzt geworden. Nee, du tauscht erstmal, dass du die Eisenaxt von ihm bekommst. Das war nämlich auch schon überfällig. Er bräuchte im Grunde auch noch ein Eisenschwert, weil Schnitter möchte ich nicht für jeden Statisten wegballern. Sagen wir es mal so. Wer braucht denn sein Eisenschwert nicht, beziehungsweise wer hat denn was über? Ich glaube, die haben momentan alle nur eins. Ja, gut, okay. Okay, dann musst du halt nachher zum hier hochlatschen. Ich weiß jetzt nicht, welche Waffen nochmal in welchem Haus zu kaufen sind, aber wir werden es schon rausfinden. Es gibt immerhin eine Möglichkeit dazu. Ja, du noch? Na gut. Du kannst dein Pferd zum Wasser führen und das war's. Ja, mal eben mit dem kritischen Treffer halbiert. Warum auch nicht? Ich kann mir jetzt näher. Trotz Waffendreieck besiegt. Hat der auch noch was zu klauen? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir schon so viele High-Items. Wer braucht denn High-Items? Du? Nein. Ich habe so viel davon inzwischen. Ich hätte nicht so viel kaufen sollen, aber ich habe mir gedacht, ja, vielleicht braucht man es ja irgendwann mal. Du hast so viel über. So, jetzt haben wir ein gewisses Gleichgewicht, was die Items betrifft. Sollen wir es? Sollen wir es nicht? Ja, wir sollen. Bumm. Und nochmal. Immer schön aus dem Handgelenk. Level up! Warum der für die Verteidigung noch weiter putscht? Ja gut, okay. Dann ist er halt noch weiter in. Unantastbar, wollte ich sagen. Geil, ab nach oben mit dir. So. Die kommen auch so langsam rüber gezuppelt. Ach so, Sarah. Hey. Kann die wen heilen? Muss die wen heilen? Ja, Matthew, der vorne ist. Egal, das kriegen wir hin. Du kannst ja hier schon mal mit Kurve. Na ja, klar. Ja, ein Punkt mehr hätte es schon. Naja, egal. Ist okay.
Also, du gehst jetzt zu dem Haus mit Kurve. Eure Gruppe bewegt sich schnell wie ein Blitz. Es muss wohl ein wahrer Experte auf dem Gebiet der Taktik sein, der euch die Richtung weist. Zu gerne würde ich unter einer solchen Koryphäe studieren. Ja, ich habe gedacht, das wäre wieder was Interessantes. Aber ja gut, Lob nehme ich gerne an. So ist das jetzt auch nicht. So. Hallo Leute, Waffen tauschen? Interesse? Ja, nein, vielleicht. Tauschen. Ja, du kannst ja auch mal was tragen, ne? Ich meine, die Fackel kann er eigentlich als Reiter haben, damit er weiter vorne rum klöppelt und gleichzeitig den Weg weiß. Erstmal heilen. Und Level up. Magie und Fähigkeit. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. So, ihr alle mal ein bisschen. Ja, ich schick dich auch mal nach oben für den Fall, dass du was kaufen kannst. Aber räum nicht die ganze Theke wieder leer. Ja, da sind sie doch. Mal Wurfball auch mal eben. Mal das nehmen. Wäre wahrscheinlich ganz gut, ne? Kein Platz mehr, wie? Ja, schön. Egal. Dann wird hier wahrscheinlich die Magie sein. Ah, eine Heilung. Ja. Hole ich mir besser jetzt, bevor es wieder zu spät ist und Sarah nicht mehr heilen kann. Ja. Gut. Ihr könnt dann nachher untereinander austauschen. So. Boyes ist der Gegner mit einer Stahllanze. Nicht wirklich spektakulär. Oh, null. Bringt nichts. Na gut, okay. Wieso blinken die? Ist das bei denen auch? Nö. Ah ne, da war ja was bei der Waffe, ne? Infanterie. Ah, okay, okay. Ich hab's verstanden. Dann wäre aber nicht sofort kaputt. Boah, was, das ist doch ein Witz. Das ist doch echt ein Witz. Ja gut, machen wir das einfach mal so. Ja, mit seinem Eisenbein ist das nicht so. Ja, machen wir es einfach. Was soll's. Kommt raus. Wir sind hier. Schön, schön, schön. Wie ich sehe, bist du noch am Leben. Du wirst merken, dass ich etwas stärker bin als jene Narren, denen du zuvor entgegengestanden hast. Was hast du Marquess Santoros angetan? Das möchtest du wohl gerne wissen, wie? Nun, zuerst musst du mich allerdings bezwingen. Ja, okay. Bäm! Volltreffer. So schnell kann's gehen. Du hast mich geschlagen. Doch zu seiner Rettung kommst du zu spät. Was für ein Jammer, nicht wahr, Jüngchen? Egal. Level up! Ja, okay. Gut. Hier sonst war ja nichts, ne? Ach ja, ihr beiden tauscht besser jetzt noch. Boah, ihr könnt ja gar nichts. Ihr könnt nichts machen, ihr seid doof. Besetzen! Lord Hellmann! Du bist das Eywood. Haltet durch, mein Lord. Ich muss mich entschuldigen. Dein Vater, er... Wisst ihr etwas über ihn, Sir?
Ich hätte ich Albert nichts von Darens Plänen berichtet, wäre dies niemals. Los, Hellmann. Geht nach Laos. Darin, der Marquess von Laos, weiß alles. Marquess Laos? Tut mir leid, Eliwood, ich kann nicht. Halte durch! Vorsicht vor Black Fang. Norton Hellmann! Er hat uns verlassen. Das darf nicht sein! Lord Hellmann, warum? Warum musste das geschehen? Verdammt, was geschieht hier nur? Wir gehen nach Laos. Wir müssen mit Lord Darren, dem Marquess von Laos, sprechen. Du hast recht, wir sollten sofort abreisen. Ich weiß nicht, wie weit wir heute noch gelangen können, aber ich kann hier nicht herumsetzen. Verzeiht bitte. Hm? Wenn ihr erlaubt. Wer bist du? Ich bin der Verwalter von Santaros. Da unser Lord von uns gegangen ist, was sollen wir jetzt tun? Zuerst gewährt Lord Hellmann ein ordentliches Begräbnis. Das ist schon mal sicher. Danach wird sich sicher das Konzil von Lycia treffen müssen. Bleibt hier und verteidigt das Schloss, bis ihr Näheres erfahrt. Ich verstehe. Lasst uns gehen. Wir müssen sofort aufbrechen. Ja. Und jetzt brauchen wir auch noch Antworten für Marquess Santos. Lord Hellmann, möget ihr ewigen Frieden finden. Quest beginnt? Ja, nein, vielleicht. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf Ja, damit wir einen weiteren Sidequest beginnen können. Ab dem nächsten Part. Also, meine Lieben, wenn euch das wieder gefallen hat, Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren und bis bald. Tschüss.